Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Weihnachtsgeschenke-Ideen-Video für dich, was wirklich bunt gemischt ist. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Video jetzt schon angefangen habe. Erst habe ich hier gesessen, dann war mir zu warm, dann habe ich meine Haare hochgemacht, hat nochmal neu angefangen. Dann ist mir gerade mein Akku leer gegangen, musste ich einen neuen Akku holen. Dann habe ich gedacht, ach komm, das musst du auch noch mit reinnehmen, bin dann durch mein Haus gelaufen und habe dann noch so das ein oder andere Produkt hier mit hingeholt, um dir das zu zeigen, weil ich möchte hier ein sehr authentisches Video rüberbringen, beziehungsweise ich zeige dir einfach zum einen die Weihnachtsgeschenke, die ich schon gekauft habe für meine Familie und dann auch, was ich so als Geschenkidee hätte, ne, was man so verschenken könnte, weil es ist heute der 12. Dezember und es ist Halbzeit quasi so, ne, im Dezember. Es sind noch 12 Tage bis Weihnachten. Man hat noch ein bisschen Zeit, um was zu shoppen. Ja, und der ein oder andere Shop hat dann noch irgendwelche Weihnachtsaktionen und so weiter. Die habe ich auch rausgesucht und habe auch ein paar Rabattcodes. Und ich starte. Ich laber schon wieder so lange. Gibt auch noch eine Verlosung. Alles im Laufe des Videos. So, Nummer 1 ist ganz, ganz klassisch Schmuck. Das ist, glaube ich, wirklich der absolute Klassiker. Achso, und jetzt fällt mir gerade auf, ich bin ungeschminkt. Leute, ich glaube, das lassen wir jetzt einfach so. Ich werde mich jetzt nicht nochmal extra schminken. Ich glaube, wir kommen alle damit klar, dass ich gerade ungeschminkt bin. Toll, das habe ich vergessen, ne? Läuft bei mir. Okay, ich mache weiter. Das Erste, was ich als Tipp halt gebe, ist halt Schmuck, wie jetzt gerade schon gesagt. Und da ist ja mein absoluter Lieblingsschmuck und das auch, womit ich ja auch kooperiere, also das ist ja auch, ne, kein Geheimnis, ist der Daniel Wellington. Da habe ich hier die Uhr. Wir sehen, es ist 5 Uhr. Yay. Das ist eine richtig schöne, die Petit Bondi müsste das sein. Und ja, da habe ich jetzt auch ein neues Armband mir gegönnt. Richtig klasse. Das ging übrigens super schnell, das dran zu machen. Wenn du eine Uhr geliefert bekommst, dann hast du da so ein Vieh, womit du hier diesen an der Seite, ne, dieses Metallvieh rausschieben kannst. Dann machst du einfach das neue Armband dran und dann hast du das neue Armband dran. Das heißt, theoretisch könntest du dir auch verschiedene Armbänder zu den Uhren holen. Das immer, wenn du, keine Ahnung, ein spezifisches Outfit anhast, dass du dann auch ein anderes Armband dran machst. Das ist ja innerhalb von 2-3 Minuten gemacht. Das ist ruckzuck. Ich war erstaunt, wie schnell das ging. Ich konnte dann auch tatsächlich, weil ich ja mir ein neues Armband geholt habe, sehen, was für eine tolle Geschenkverpackung die haben. Also die haben eine richtig schöne weihnachtliche Geschenkverpackung. Die haben ja per se schon richtig tolle, wie nennt man die denn? Boxen für den Schmuck. Und jetzt haben die nochmal specialmäßig hier so eine richtig edle Weihnachtsverpackung. Ne? Finde ich richtig klasse. Ja, die machst du einfach auf. Das ist hier mit so einem Magnetverschluss. Und je nachdem, was für ein Produkt du hast, ich hatte hier halt das Armband drin, ne? Das ist sehr fest drin. Also, ne, das kriegt man dann irgendwie raus. Warte. Das kann man so schlecht, wenn man hier so redet. Genau, hier war dann einfach das Armband drin. Und genau, ne, so sieht das dann aus. Darunter ist dann quasi die Zusammenbauanleitung. Also finde ich richtig klasse, es ist hochwertig. Ich habe auch noch die ganzen Geschenkverpackungen von zum Beispiel meinem Armband. Das ist ja hier dieses ganz klassische mit Weiß und Silber. Gibt es aber auch noch in anderen Farben. Genau, da habe ich hier die Geschenkverpackung. Ich glaube, dass es die richtige dazu ist. Oder ist es die Uhr? Weiß ich nicht. Genau, das ist halt, ne, dann richtig schön. Ne, hier war die Uhr tatsächlich drin, genau. Und da war ich sehr froh, dass ich die Geschenkverpackung auch aufbewahrt habe, denn darunter verbirgt sich ja dieses Kästchen mit, hier ist dann noch so ein Extra-Vieh, also nicht wegschmeißen. Und in diesem Extra-Vieh, ja, ich muss ein bisschen suchen, hast du dann tatsächlich hier so eine Anleitung und dieses Vieh, womit du halt entsprechend das Armband dann wechseln kannst, ne? Darfst du nicht wegschmeißen. Aber ich schmeiße eh relativ wenig weg, also von daher war das für mich kein Problem. Hatte man ja noch da. Notfalls, ne, die sind bei Daniel Wellington ja so nett, da kannst du eben nachfragen, ne? Wenn du dann ein neues Armband bekommst, dann kriegst du garantiert auch so ein Wechselvieh mit. Sollte eigentlich kein Problem sein. Das kriegen die schon hin. Genau, dann habe ich hier die Uhrenverpackung. Dann ist das hier das vom Armband. Das ist auch voll schön. Und dann habe ich ja noch diesen Ring, den ich hier auf meinem Zeigefinger trage. Ich habe meine Ringe ja total merkwürdig verteilt. Und der ist halt passend zum Armband. Und das ist so zeitlos. Ich finde das richtig schön. Und das war halt in so einer Geschenkverpackung. Genau. So. Aber das hier ist halt die kostenlose Weihnachtsgeschenkverpackung, die du jetzt mitbekommst. Und das finde ich auch richtig klasse, die haben auch so eine Weihnachtsaktion. Das heißt, du hast kostenlos Expressversand. Also wenn du Last Minute bestellst, dass du dann auch wirklich kostenlos diesen Expressversand bekommst. Es ist wirklich praktisch, denn, ne, gerade die Männer unter uns sind ja manchmal, ich bin jetzt ein bisschen klischeemäßig, aber die sind ja ein bisschen, naja, das dauert manchmal und dann bestellen die auf den letzten Drücker. Okay,
Dann gibt es da aktuell auch noch eine Aktion. Wenn du 2 Produkte aus dem Onlineshop kaufst, also mindestens 2 Produkte, kriegst du 20% Rabatt. Also das ist nochmal richtig cool, so ein Last-Minute-Rabatt, ne? Weihnachtsaktionsrabatt. Und dann habe ich ja noch meinen Code, Claudis Welt, das ist dieser hier, da kommt nochmal 15% on top drauf, auf diese 20%. Also den kannst du, meinen Code Claudis Welt kannst du sowieso in allen Daniel Wellington Stores und in allen, also in dem Onlineshop verwenden. Das gilt dann grundsätzlich, aber wenn du dann die 20% hast, kommt das nochmal on top. Also das ist mega krass. Und übrigens, es gibt mittlerweile sogar Geschenkgutscheine von Daniel Wellington. Also, ne, die kannst du dann da auch im Onlineshop kaufen. Das ist halt für die Leute, die nicht wirklich wissen, was schenke ich denn jetzt wirklich demjenigen, ne? Das ist eine ganz gute Geschichte und das ist auch echt neu. Also von daher kannst du da auch nochmal zuschauen. Zuschauen, nachschauen, schauen. Das zweite Produkt, was ich dir zeigen möchte, das habe ich tatsächlich schon dieses Jahr meinem Freund geschenkt, weil neuer Job und so, hatte eine Tasche bekommen. Und das ist diese hier, die von Don Bolso. Die habe ich euch auch schon mal intensiver in meinem Amazon-Haul gezeigt. Ich darf die jetzt nicht aufmachen, weil das ist seine Arbeitstasche und die ist gut gefüllt mit seinen ganzen Sachen. Aber die ist einfach klasse, ne? Die ist hochwertig und die ist einfach echt schick. Und die perfekte Bürotasche, würde ich mal so sagen. Da kriegst du gut was rein. Du kriegst deinen Laptop rein, du kriegst deinen Ordner rein, Akten. Du kriegst ja allen Gedöns rein, was man als Büromensch braucht. Ich bin ja auch ein Büromensch, aber das ist halt mehr so eine Männertasche, würde ich sagen. Als Frau würde ich die eher tragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lehrerin wäre, kann ich mir das gut vorstellen. Und die kannst du halt auch 1A verwenden, wenn du auf Geschäftsreise gehst, weil du kannst hier durch diese 2 Reißverschlüsse, tada, kannst du so diese Kofferträgerviecher durchmachen. Dann stellst du das auf den Koffer drauf und dann fällt die Tasche nicht runter. Das ist auch übrigens immer so eine Sache, wenn man auf Geschäftsreise ist. Ne? Was sehr praktisch ist. So, diese Tasche kannst du entweder im Don Bolso Online-Store kaufen oder auf donbolso.de. Das schreibe ich dir auch alles in die Infobox. Also alles, was ich hier irgendwie zeige oder wie auch immer, schreibe ich dir nochmal in die Infobox. Ich glaube, sie wird prall gefüllt sein. Egal. Das kriegen wir hin. Aber das ist halt ein etwas höherwertiges Geschenk, sage ich mal. Wenn du deinem Mann oder deiner Frau oder wem auch immer, deinem Papa, deinem, wem auch immer, das ist ja wirklich individuell einsetzbar, ne? Eine große Freude machen möchtest, weil das ist nun mal nicht so günstig, aber es ist einfach was für sehr, sehr, sehr lange. Denn du hast hier drunter auch echt, also verstärktes Leder, ne? Also das ist alles so hochwertig und ne, kannst du gut benutzen, kann ich nur empfehlen. Du hast einen Henkel, ne, du hast dann hier auch ein Umhängevieh. Also anfangs mochte mein Freund gar nicht diese Tasche mitnehmen, weil er sagte, das ist doch zu schade drum. Ich sage, ja Schatz, aber du kannst sie nicht hier jetzt wochenlang im Wohnzimmer stehen lassen und die ständig unserem Besuch zeigen. Du musst die mitnehmen. Hat sich nicht getraut. Ja, es war ein bisschen Ehrfurcht hier. Als nächstes muss ich hier mal ein bisschen aufräumen, denn ich habe von eMarco, da habe ich ja den Adventskalender bekommen mit den Kerzen, ne? Zeige ich euch ja auch jeden Tag auf Instagram und die haben mir jetzt ein Weihnachtspaket geschickt, also quasi mit Geschenkideen für Weihnachten aus deren Shop. Vorab, du kannst mit meinem Code claudiswelt15 15% auf alles in deren Online-Shop sparen. Die haben echt da alles Mögliche, was Deko, Wohnungseinrichtungsprodukte angeht. Also es ist ein richtig breites Sortiment. Und die haben mir 2 Überraschungsboxen geschickt. Und ja, wir gucken doch mal rein. Le Carton. Also das ist ja mal richtig riesig hier. Okay, jetzt muss ich erstmal, okay, hier oben kann ich den aufmachen. Und da steht fragil drauf, also quasi zerbrechlich, also vorsichtig aufmachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Wir haben hier in mega schönem Geschenkpapier mit einer schönen roten Schleife das erste Paket. Okay, von eMarco habe ich 2 eingepackte Geschenke bekommen, in denen ähnliche Produkte drin sind. Da haben wir einmal ein rotes Geschenk. Da haben die mir geschrieben, dass es für mich wäre. Da müssen wir gleich mal reinschauen. Und dann haben die mir ein voll schön eingepacktes Weihnachtsgeschenk für euch mitgeschickt. Dieses hier möchte ich gerne auf Instagram verlosen. Folgt mir da auf jeden Fall, wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest. In diesem Video wird es etwas anderes zu gewinnen geben. Genau. Ne? Und was sich hier drin verbirgt, das werde ich dir gleich zeigen. Nicht, indem ich das aufmache, weil es wird 1:1 so an dich geliefert. Aber ist das nicht wundervoll? Oh Mann, ey, da hat sich jemand aber richtig Mühe gegeben. Das ist so schön.
Meine Herren, das würde ich am liebsten selber aufmachen, aber für mich ist das rote. Oh, das ist richtig schön, ne? Machen wir hier mal das Schleifchen auf. Oh, mega, das ist alles echt schön. Und hier haben wir den Karton. Das ist echt gerade wie Weihnachten. Oh, ich raste aus. Yay! So sieht das von innen aus. Das ist einfach mal so, um so einen Überblick zu bekommen, was in deren Online-Shop so möglich ist, ne? Finde ich voll gut. Ein Brief. Richtig süß. Haben wir eine Karte geschrieben. Oh, die ist handgeschrieben. Liebe Claudi, zum bevorstehenden Weihnachtsfest wollen wir dir unser Weihnachtsset schenken. Eine besonders weiche Decke der französischen Marke Ducœur oder Ducœur d'Intérieur. Ein Becher, der von der Künstlerin Lydia Zakelzna, oh Gott, ich kann kein Polnisch, Czakinsku, handgefertigt wurde. Und eine Duftkerze der Marke Atmosfera oder Atmosphäre, die mit ihrem süßen Vanille- und Karamellduft bezaubert. Wir wünschen dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Magdalena von imaco.de. Boah, Magdalena, danke schön. Mit Magdalena schreibe ich nämlich tatsächlich immer. Das ist so schön. Geil. Handgeschrieben, so eine Karte. Ich meine, zieh dir das mal rein, ne? Oh, ich finde das gerade voll toll. Die haben das alles eingepackt. Das ist die Duftkerze. Da haben wir sogar hier noch ein Schleifchen drumherum. Oh, ist das schön. Übrigens, das gleiche Paket mit den drei Produkten, abgesehen vom Becher, da bekommst du nämlich eine Tasse mit Untertasse, gibt es auch in dem anderen Paket. Oh, ist das schön. Das ist die gleiche Marke wie von dem Adventskalender, den ich aktuell auf Instagram auch jeden Tag auspacke. Richtig schön. Le Comptoir de la Bougie. Bougie. Boah, die riecht toll nach, nach Weihnachten und Vanille. Richtig klasse. Als nächstes haben wir hier diese geile Kuscheldecke. Oh, sowas kann man doch sehr gut jetzt Weihnachten gebrauchen, beziehungsweise im Winter, oder? Oh. Und die Decke ist bei dir auch mit drin, genau wie die Kerze. Boah, fühlt die sich weich an. Die ist so richtig geil mit so einem weihnachtlichen Motiv. Und da ist die ja schon total flauschig. Und auf dieser Seite ist die so richtig flauschig. So, oh, so Kuscheloberteil flauschig. Oh, wie geil ist das denn? Ja, freue ich mich jetzt gerade mega drüber. Und sowas kannst du halt tatsächlich in deren Online-Shop kaufen. Und das ist halt auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk, ne? So eine Decke. Und die kannst du sogar bei 30 Grad waschen. Perfekt. Weil bei uns ist es mit den Hundehaaren ja immer so eine Sache. Und guck mal, wie groß die ist. Die ist riesengroß. Die ist total flauschig und ich liebe sie. Oh, und danke, Magdalena. Das ist voll geil. So, einen haben wir hier noch drin. Und das ist hier die handgefertigte Becher, von dem wir gesprochen haben. Boah, der Karton alleine ist schon so wunderschön, ne? Das ist so ein, ja, so ein Geschenkkarton. Ich glaube, dann ist der Becher tatsächlich in dem Paket, was du dann auf Instagram gewinnen kannst. Weil ich habe hier jetzt tatsächlich die Tasse drin. Ist nicht schlimm, ich werde sie dennoch lieben. Also ganz ehrlich, ne? Ist die nicht wundervoll? Du hast hier ein Unterteller. Das ist so geil. Das ist, du merkst es richtig, wie qualitativ hochwertig das ist, ne? Und dann hast du hier die passende Kaffeetasse dazu. Ich bin ja ein Kaffee-Junkie, ne? Also für mich 1A, richtig geil. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Magdalena, nochmal an dieser Stelle. Und wie gesagt, Claudis Welt 15% auf den kompletten Online-Shop. Die haben ja eine extrem tolle Auswahl, so schöne Produkte und, ne, wow. Übrigens, um an dem Gewinnspiel von diesem Video teilzunehmen, verwende bitte zum einen den Hashtag imaco und zum anderen such dir irgendein Produkt aus diesem Video aus und schreib mir dazu in die Kommentare rein, an wen du das am liebsten verschenken würdest und warum. Das wäre ganz cool. Ja. Und weitere Teilnahmebedingungen stehen unten in der Infobox drin. Das Gewinnspiel geht aber nur eine einzige Woche, weil es ist kurz vor Weihnachten und ich möchte die Sachen raushauen. Ich möchte, dass tatsächlich die Geschenke auch vor Weihnachten ankommen. Ja. Das nächste, was ich dir zeigen möchte, ist ein Aromadiffuser. Den hast du wahrscheinlich auch eben schon irgendwo bei mir im Hintergrund gesehen, genau. Es ist ein Produkt, was zurzeit auch sehr, sehr in ist. Und ich habe das im September tatsächlich schon zugeschickt bekommen und seitdem eingehend getestet und es als sehr, sehr passende Weihnachtsgeschenkidee befunden, sage ich mal. Es ist ein dezentes Produkt, was ich
unfassbar toll von der Wirkung her finde. Und zwar sieht das Produkt so aus. Ich habe mir diese Variante ausgesucht. Das hier unten ist Holz. Dann hast du hier oben drauf Glas. Und ja, diese Fiole, die hier oben drauf sich befindet, kann ich jetzt leider nicht anpacken, weil richtig heiß. Man sieht auch, dass so ein bisschen Dampf austritt. Das ist quasi das Aroma, was da rauskommt. Und da kannst du natürlich verschiedene Aromasorten auswählen. Du kannst sagen, okay, ich möchte gerne, dass hier LED drin leuchtet, sprich, dass hier so ein Farbwechsel drin ist. Du kannst es aber auch ausstellen und einfach nur dann das Aroma genießen, sage ich mal. Ich mag das ganz gerne mit dem wechselnden Licht, dass du dann auch so ein bisschen noch so diese Stimmung hast, wenn es zum Beispiel ganz dunkel ist oder so, dann ne, hast du da so ein bisschen noch ein bisschen Flair. Du kannst hier einfach das Aroma reinmachen, indem du oben die Fiole entfernst, wenn alles kalt ist, und dann tröpfelst du so ein bisschen was rein. Das wird dann ja erwärmt und verdampft dann so im Raum und erfüllt den Raum mit einem wundervollen Duft. Ich finde das Produkt richtig klasse. Es ist einfach zu reinigen und ich zeige euch auch gleich nochmal das Zubehörset dazu. Ich habe mir das hier ausgesucht, weil das einfach hübsch ist. Ne? Hier steht drauf Health, Calm, Love, Joy, Positivity, Sharing und so weiter, Fun, Wellness. Also das sind alles so positive Vibes, die das Produkt so allein durch die Optik versprüht, auch wenn es nicht an ist. Es ist so, dass wenn du dann ein Produkt drin hast, dann für 2 Minuten verdampft das so. Dann hört das wieder auf für 2 Minuten und dann verdampft das wieder. Das heißt, du hast nicht diesen penetranten, diese Dauerbeschallung, sage ich mal, von dem Produkt, sondern es ist immer nur dezent. Und das Ganze geht dann so 20 Stunden, wollte ich schon sagen. 2 Stunden, genau. Und dann stellt sich das Gerät automatisch ab und dann ist auch eigentlich alles soweit verdampft. Guck mal, jetzt ist es wieder ausgegangen. Ich finde es total praktisch und schön und ich mag es einfach. Jetzt ist quasi die Ruhephase und in 2 Minuten fängt das wieder an und wird dann raus. Es ist dezent, auch vom Geräuschpegel her. Und hier kannst du dann auch die Intensivität einstellen, also wie doll quasi da was verdampft werden soll, also wie doll dann auch entsprechend der Duft im Raum sein soll. Wenn du hier so, hier zum Beispiel, ich habe einen relativ kleinen Raum, da kann man das nur dezent einstellen. Wenn ich das im Wohnzimmer mache, da haben wir ein riesengroßes Wohn-Ess, was auch immer Zimmer, da kann ich das dann in etwas intensiver laufen lassen. Genau, ne? Finde ich zum einen dekorativ und zum anderen auch, es duftet dann alles immer so schön. Und das ist gerade jetzt zur Weihnachtszeit echt toll, wenn du dann überall so einen schönen Duft hast, mag ich. Das habe ich von Organic Aromas zugeschickt bekommen. Nebulizing Diffuser for Aromatherapy. Jetzt ist er wieder im Diffusieren. Ich finde das großartig. Okay, genau. Ne? So sieht das aus, wenn du das bestellst. Das ist der Karton. Also es ist schon benutzt. Ne? Ja. Hast dann hier quasi die Schaumstoffverpackung, dass es quasi zuhält. Hier ist die Gebrauchsanweisung. Und hier war dann das Holzvieh drin, der Korpus. Hier oben war diese Fiole drin, die man oben drauf steckt. Hier habe ich so Saubermachviecher. Also das hier sind die Reinigungsviecher, das machst du mit reinem Alkohol sauber, weil du hast ja Öl da drin, ne? Und du möchtest da ja auch entsprechend die Sauberkeit drin haben. Da machst du reinen Alkohol rein in die Pipetten, das sind Plastikpipetten. Du kannst dann einfach den Alkohol aufnehmen, das reinmachen und dann auch wieder rausnehmen. Ist total super. Und hier hast du dann, wenn du überschüssiges Öl zum Beispiel drin hast, noch so eine Glasfiole. Damit kannst du dann das überschüssige Öl rausnehmen. Der 5 ml mitgelieferte Duft ist auch, glaube ich, mein Lieblingsduft mitunter gewesen. Signature Blend Pure Essential Oil ist das. Und ja, das ist dieser Duft hier gewesen. Der ist jetzt auch gerade drin. Genau. Das macht alles so ein bisschen entspannter im Raum, finde ich. Das ist sehr, sehr angenehm. Ich mag Düfte. Ja, und dann habe ich auch noch so ein Paket mit dabei geliefert bekommen. Da sind, das sieht so aus. Das ist so ein Schächtelchen. Da sind auch noch verschiedene Düfte mit drin. Und ja, du hast halt eine sehr, sehr große Auswahl in dem Online-Shop. Sowohl was die Korpusse, was die Form angeht, was dann auch entsprechend die Düfte angeht. Ne? Da musst du mal vorbeischauen. Verlinke ich dir alles unten in der Infobox. Genau, das sieht also auch als Geschenkverpackung sehr, sehr hübsch aus. Da hast du 6 verschiedene Düfte. Orange, Rosmarin, den mag ich richtig gerne. Lavendel ist sehr schön. Dann habe ich hier Pfefferminz. Energy, das ist so ein Duft. Ja, der ist so, keine Ahnung, wenn ich so am Videoschneiden bin oder so, mache ich mir den wo rein. Aber ja, ist halt sehr, kann ich schlecht beschreiben, wonach das riecht.
frischer, sag ich mal. Und dann ist noch Purity, das ist halt auch so ein bisschen für Chillness, ne? Das ist sehr blumig. Und das ist ein perfektes Geschenk für Eltern zum Beispiel, finde ich. Also ich habe schon drüber nachgedacht, so einen Aromadiffusor meinen Großeltern zu schenken. Ich glaube, da hätten die echt Freude dran. So, in diesem Video kannst du übrigens folgende Produkte gewinnen. Und zwar habe ich eine Lidschattenpalette von iHeart Makeup, ist das, glaube ich. Go to Heaven von Sephora, hier einen Lippenstift. Dann habe ich hier eine Mascara von Catrice, die Glam & Doyle Volume and Definition Mascara. Die ist mit Rizinusöl, das heißt, die regt auch noch dein Wimpernwachstum an. Rizinusöl und ich, wir sind so. Von Essence Happily Ever After, ein Brush Set. Alessandro, das ist die Farbe, hat keine Farbe. Das ist so ein ganz, ganz dunkles Rot. Finde ich wundervoll jetzt zu Weihnachten, sagte sie und trug türkise Nägel. Läuft bei mir. Was du dafür tun musst, um das zu gewinnen, habe ich dir eben schon gesagt. So, jetzt kommen noch ein paar weitere Geschenke, die ich auch noch für meine Familie gekauft habe. Das habe ich ja schon mal in einem Style & Talk angemerkt. Das bekommt mein Papa. Das ist die weihnachtliche Feuerwehr von Lego. Und ja, ne, er hat gesagt, er baut jetzt quasi mein altes Kinderzimmer, was er zum Lesezimmer eigentlich umfunktioniert hatte, zu seinem Lego-Zimmer um. Und da kommt so eine große Platte quasi in die Mitte des Raums und da kommt dann eine ganze Welt mit Eisenbahnen und so weiter drauf. Und da er ehemaliger freiwilliger Feuerwehrmann ist, bekommt er von mir natürlich die winterliche Feuerwache. Finde ich total praktisch und super. Habe ich im Black Friday Sale übrigens sehr günstig geschossen. Ich glaube, normalerweise kostet die 90 und jetzt hat die nur noch 55 gekostet oder so. Mega, ne? Auf Amazon. Ich verlinke dir alles unten in der Infobox. Ja, das ist jetzt tatsächlich ein Geschenk, was der Sohn von einem Kunden von uns bekommt. Ja, die kommen immer so zu einem Christmas-Meeting bei uns vorbei und ich bin als Assistentin von meinem Chef dazu beauftragt, die Weihnachtsgeschenke für die Kinder zu holen. Ja, der studiert aktuell Deutsch und ist auch nicht so jung mehr, also ist halt Student, ne? Und der bekommt von mir dieses Spiel Würfel-WG von Marc-Uwe Kling. Es ist witzig, es ist ein Känguru-Spiel, es ist von Cosmos und ja, ne, das ist halt so ein bisschen zum Deutsch lernen, aber auch einfach, man kann es auch spielen, wenn man ganz normal, ne, so als Mensch, der ein Spiel spielen möchte, kann man das auch ganz gut spielen. Ja, ich mag Spiele. Ich mag es auch, Spiele zu verschenken und als ich mir das durchgelesen hatte, wie das funktioniert, fand ich das super witzig und das fand ich dann auch passend für diesen Anlass. Und der andere Sohn bekommt von uns Socken von Happy Socks. Das ist in der Größe 41 bis 46, der ist auch schon ein bisschen älter. Aber Happy Socks ist zurzeit ja auch so eine angesagte Marke. Das hier sind auch tatsächlich Christmas-Socken, also ne? Wirklich weihnachtliche Socken von der Marke. Und das ist auch so ein Christmas-Cracker. Das fand ich als Verpackung auch schon mal ganz schön. Ne? Dann muss ich das nämlich noch nicht noch separat einpacken, fand ich sehr praktisch. Für unseren Neffen sind wir noch nicht ganz am Ende unserer Überlegungen angekommen. Aber er bekommt auf jeden Fall, also der ist ja gerade mal ein Jahr, ne? Der bekommt als Vorlesebuch auch von, das ist der gleiche, ne? Marc-Uwe Kling, genau. Das Neinhorn. Das ist so ein tolles Buch. Ich habe mich weggeschmissen, als ich das gesehen habe. Und das musste sein. Das ist total niedlich. Das ist ein kleines Einhorn, was geboren wird in einer sehr rosaroten Welt. Und was irgendwie nicht damit klarkommt, dass alle immer so positiv sind und alle sind immer nur gut drauf. Und dann trifft er auch Leute. Also hier steht es hinten auch drauf. Im Herzwald kommt ein Schnickel... Oh Gott. Ein schnickeldisch-nuckeliges Einhorn zur Welt. Alle sind ganz lila lieb zu ihm und füttern es ständig mit gezuckertem Glücksklee, aber das Tierchen benimmt sich trotzdem ganz und gar nicht einhornmäßig. Es sagt einfach immer Nein, sodass seine Familie es bald nur noch Neinhorn nennt. Eines Tages bricht das Neinhorn aus seiner Zuckerwatte-Welt aus. Es trifft einen Waschbären, der nicht zuhören will, ein Hund, dem echt alles Schnuppe ist und eine Prinzessin, die immer wieder Worte gibt. Die vier sind ein ziemlich gutes Team, denn sogar bockig sein macht zusammen viel mehr Spaß. Ich finde, das ist einfach ein tolles Vorlesebuch. Mein Freund hat sich etwas gewünscht und zwar, ich sag mal, den teuersten Wecker, den er finden konnte wahrscheinlich. Nein, er nutzt es nicht nur als Wecker, ne, davon mal ab. Er wird es auch als Tablet benutzen, er wird es auch als Musik, wie auch immer, benutzen. Das ist von Amazon die Echo Show 5. Kannst du mit Alexa verbinden? Oder es ist Alexa? Ich habe keine Ahnung davon. Er hat sich das gewünscht. Er kriegt das. Das ist Technik. Er freut sich darüber. Genau, das ist halt jetzt hier in schwarz. Das ist so ein 4. Hier hat das einen Lautsprecher. Kannst du dir auch ins Bett stellen und dann kann er quasi... Was sagte der, womit er sich verbindet? Mit Amazon Music und mit Audible, genau. Verbindet er sich irgendwie und dann kann man das halt so am Bett hören. Und wir hören viele, viele Hörbücher und sowas, wenn wir halt schlafen. Das kriegt er.
hier habe ich eine Tüte, aber da ist nichts von Sephora drin, glaube ich. Das ist für meine Mama. Ja, meine Mama bekommt von mir einmal eine Juwelkerze. Das ist diese hier. Das ist eine Juwelkerze mit Necklace. Und das ist halt die Juwelkerze Mama, weil du besonders bist. Jo. Fand ich ganz schön. Da ist Schmuck mit drin. Das ist eine schöne Kerze. Die riecht total super. Und ja, ne? Ich fand die auch hübsch. Und deswegen kriegt sie die. Und es gab halt zum Black Friday diesen Sale auf Juwelkerze, dass ab einem gewissen Bestellwert hast du auch noch 5 gratis Kerzen gekriegt. Und da wusste ich dann direkt, was ich meiner Mama zu Weihnachten schenken möchte. Und dann bekommt sie noch so einen Hinstell-Postkartenkalender, weil sie steht da drauf, genauso wie ich. Das ist von 2020. Sei frech und wild und wunderbar. Ja. Ne? Mama mag auch gerne diese Postkarten, deswegen freue ich mich sehr, dass sie mit dabei sind. Hatte Zeit, mal in Ruhe nachzudenken. Mache ich auch nicht wieder. Ja, ich mag sowas. In der Familie von meinem Freund wichteln wir und ich habe nicht nur meinen Freund selber gezogen, sondern in der zweiten Runde habe ich den Lebensgefährten von meiner Schwiegermama ins Spiel gezogen. Und ja, der hat sich ein bisschen was gewünscht, das habe ich ihm auch geholt und das wäre auch ein toller Tipp für dich zum Beispiel, was man verschenken kann. Und zwar hat er sich ein Bohrerset gewünscht, hat aber nicht dabei geschrieben, was. Ich habe tatsächlich mal für eine Firma gearbeitet, die solche Produkte auch verkauft haben, deswegen kenne ich mich bisschen aus. Und genau, da habe ich dann ein Metallbohrer, Holzbohrer und Steinbohrer-Set von Bosch gekauft. Das fand ich ganz gut, war im Black Friday auch reduziert, dementsprechend dann auch passte ins Budget, ne? War dann auch ganz gut. Und ich finde es ganz praktisch, wenn du halt wirklich alle drei verschiedenen hier drin hast in gängigen Größen, ne? Macht das auf jeden Fall Sinn. Dazu kriegt ihr dann, oh, das ist so ein trauriges Buch eigentlich, von Harpe Kerkeling, Der Junge muss an die frische Luft, habe ich als DVD gekauft, ja, ne? Hat er sich gewünscht, kriegt er. Und dann gibt es noch die Ernährungsdocs super gesund mit Superfoods. Also das ist so dieses klassische, ne? Es gibt Superfoods, genau. Ja. Und er ernährt sich jetzt in der letzten Zeit immer wieder gesünder. Und deswegen ist es jetzt auch auf seinem Wunschzettel gewesen und kriegt er jetzt auch. Mensch, so. Und Kochbücher finde ich immer auch super interessant zu verschenken, weil du kaufst dir selten Kochbücher, aber verschenken ist immer eine schöne Sache. Hier habe ich eine Box gepackt und zwar für meinen Stiefpapa quasi, also für den Mann von meiner Mama. Genau. Ja, dem habe ich jetzt einfach mal so eine Männer-Beauty-Box gepackt, ne? Also da brauche ich jetzt nicht die Produkte im Einzelnen zu zeigen, weil das sind einfach Männerprodukte. Und dann habe ich hier noch so ein Barbecue-Gewürz mit dabei gelegt, um das Ganze noch ein bisschen männlicher zu gestalten. Halt dann Deo und Bartöl und Duschgel und was nicht alle. Notizbuch habe ich hier auch noch mit drin, ne? Dann bekommt er eine Männer-Beauty-Box, weil er sowas sehr, sehr gerne mag und auch sehr viel Wert auf Pflege und so weiter legt, was ich richtig gut finde. Und hat er sich gewünscht tatsächlich von mir, bekommt er auch. So, und das letzte Geschenk, was ich besorgt habe, ist für meine Stiefmama, beziehungsweise ja für die Frau von meinem Dad. Ich sage eigentlich ungern Stiefmama und Stiefpapa dazu, weil meine Eltern leben ja. Okay, die bekommen von mir eine Frauen-Beauty-Box. Da habe ich verschiedene Sachen reingepackt, Sachen zum Baden, Sachen von Rituals natürlich und oh, natürlich diese geilen Rituals-Badebomben, ne? Da wird sie sich sehr drüber freuen, das weiß ich, weil sie sich das auch gewünscht hat. Das waren dann meine Geschenke, die ich hier so für mein Umfeld besorgt habe. Meine Schwiegermama und also sehr, sehr viele Leute in meinem Umfeld von meinem Freund bekommen keine Geschenke von mir, weil wir da tatsächlich wichteln. Wir haben das so, dass wir, habe ich glaube ich auch schon mal in einem Video erzählt, ne, dass wir uns vor Weihnachten treffen und da schreibt jeder dann auf seinen Zettel, was er sich wünscht und seinen Namen natürlich, ne? Und dann zieht man halt aus dem Hut und bewichtelt dann immer nur eine Person aus dem Umfeld. Wahrscheinlich, wenn wir dann irgendwo hinfahren, wird der oder diejenige, wo wir dann gerade sind, auch noch ein kleines Geschenk von uns bekommen. Aber das habe ich so noch nicht organisiert. Genau. Ne? Für meine Großeltern werde ich so einen Aromadiffusor noch organisieren oder einen Fresskorb oder beides, da muss ich echt nochmal gucken. Und ansonsten habe ich jetzt soweit alle Weihnachtsgeschenke zusammen. Voll geil. Ja, und das am 12. Dezember. Leute, ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Ja, krass. Es ist, glaube ich, ein ziemlich langes Video geworden. Dennoch hoffe ich, dass du bis hierhin dran geblieben bist, wenn dem so ist. Mega geil von dir. Dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat.
Ne? Ansonsten, ja, würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, eine wundervolle Weihnachtszeit. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!